wie das auf Deutsch heißt. Und ja, sie hat gesagt, ne, die Flammen erlischen so langsam und deswegen machen sich hier alle Sorgen, mehr oder weniger. Außer die alten Ladies, die sind so ein bisschen, naja, gut. Hier oben haben wir eine Kiste. Da kommen wir direkt zum ersten, zur ersten Gefahr. Hier wird uns das nicht passieren, aber wenn man einer Kiste begegnet, sollte man immer einmal vorher draufhauen. Denn es gibt hier die sogenannten Mimics. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es beim zweiten Teil sehen kann. Im ersten Teil konnte man es so ein bisschen sehen. Da konnte man so, die hat geatmet, dann so eine Mimik, wenn es tatsächlich eine war. Es kann sein, dass es im zweiten Teil auch so ist. Ich kann mich nicht mehr so recht entsinnen. Man sollte nur tatsächlich darauf achten, nur einmal drauf zu hauen. Wenn man häufiger drauf haut, gehen die Kisten kaputt. Kapisten quasi. Und alles, was drin ist, wird zu Trash. Das will man nicht. Denn Sachen, die in Kisten zu finden sind, sind sehr gut. Hier haben wir eine Human Effigy gefunden. Das ist schon mal ganz nice. Human Effigies sind im Prinzip die Dinger, die Items, mit denen man sich zum Mensch machen kann. Haben wir den ausgesucht? Eigentlich. Achso, Moment, wir sind im falschen Screenout. Ne? Equipment. Ne, haben wir noch nicht. Sollen wir das mal machen? So, den Life Ring, damit wir ein bisschen mehr HP haben. Wir haben beide Waffen in Händen. Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier 121 in der rechten Hand und 110 plus 43 allerdings in der linken Hand, ne? Genau. Die Sache ist die, wie man sieht, wo kann ich mir denn hier die... Ah, hier kann ich mir die das Equipment Status angucken quasi. Okay. Muss mich noch ein bisschen wieder dran gewöhnen. Ah ja, genau. Daran liegt das nämlich. Diese blauen, kann ich mit der Maus? Ja, hier. Das hier. Das blaue da. Das sind quasi die Boni, die wir bekommen durch die einzelnen, Moment, wo kann ich da drauf kommen? Hier unten. Genau. Die Attribute-Boni. Das heißt, der Scimitar hat einen Attribute-Bonus von B auf Dexterity und von E auf Strength. Das heißt, wenn wir viel Dexterity haben, kriegen wir auch viel Bonus. Wenn wir viel Strength haben, kriegen wir nur einen Ticken-Bonus hier drauf. Bei der ist das eher ausgeglichen. Der hat C und C, der hat E und B. Heißt, deswegen haben wir hier auch 43 und da nur 37, weil wir hier einfach ein B-Level haben auf Dexterity und hier halt C. Hätte der halt ein B-Level, würden wir auch 43 wahrscheinlich bekommen, je nachdem, wie sich das mit der Stärke dann ausgleicht. Aber insgesamt sind wir hier bei 153 und hier 158. Das heißt, wir lassen das in der rechten Hand. Alles gut. Wir legen wahrscheinlich gleich eh erstmal noch ein Schild da rein. Ich muss mich erstmal noch wieder an die Steuerung gewöhnen. Hey Electric, willkommen! Und deswegen bin ich mit einem Schild in der Hand, bin ich da ein bisschen sicherer. So, wir haben hier unsere Belt-Slots. Davon haben wir 10. Das heißt, das sind quasi unsere Quick-Slots, die wir mit der X-Taste quasi aktivieren können. Ich weiß nicht, was ich da drauf packen soll. Bone of Order, das ist glaube ich ein PvP Item. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich mir. Online-Play-Item, genau. You will be punished for fleeing from other worlds by disconnecting unjustly. However, this charm will disperse the ire directed at you. Ach so. Quasi wenn wir das LAN-Kabel rausziehen. Weil wir keinen Bock auf PvP haben. Wo wir invaded werden. Sicher, dass es blind ist? Nein. Das blind heißt, bezieht sich auf DLCs. Hier habe ich schon 90 Stunden gezockt. Ich habe die DLCs noch nicht gezockt. Vampirat. Oder Vampirate. Obwohl, du hast kein E am Ende, deswegen Vampirat wahrscheinlich. Nee. Dark Souls 2 kenne ich mich gut aus. Also, kannte ich mich gut aus. Wie gesagt, es ist jetzt schon wieder 3-4 Monate her, dass ich es gezockt habe. Die DLCs habe ich noch nicht gezockt. Damit fangen wir quasi heute an, aber ich habe einen neuen Charakter gemacht, einfach um wieder reinzukommen. Weil nach so vielen Monaten Minecraft vergisst man schon ordentlich was über Rollenspiele, deswegen
besser ist das. Genau, das Darksein, das ist im Prinzip das, was man bei Dark Souls 1 auch im Inventar hatte. Das heißt einfach nur, dass wir dieses Darksein haben, irgendwo an unserem Körper, und wir nicht sterben können. Das ist quasi der Fluch, der auf uns lastet. Wir können das sogar tatsächlich, glaube ich, benutzen, aber dann verlieren wir im Prinzip alle unsere Seelen, genauso wie wenn wir einfach von einem Feind besiegt werden. Das heißt, das bringt uns jetzt für uns, die das, die Story ganz normal zocken wollen, nicht so viel. Deutsche Version, okay. Aber willkommen, Vampirat, hallo. Ich heiße dich willkommen. Games Freaks, du verstehst gar nichts. Das kommt. Ich versuche jetzt hier gerade nur so einen groben Überblick zu geben, was hier so stattfindet. Der Rest kommt dann halt durchs Zocken. Ne? Okay, ich glaube, wir haben hier auch nichts. Wir können eine Human Effigy auf den Quickslot legen, aber das können wir auch lassen. Jetzt erstmal. Mal gucken, wie lange wir genau brauchen werden, um zu sterben. So, das war die Kiste. Da war eh nichts mehr drin. Genau. Wir haben Dual Wield gerade. Wie gesagt, ich werde gleich auf ein Schild umswitchen. Ihr müsst mich auch entschuldigen, falls ich nicht so, was ich ab und an noch irgendwas Komisches mache oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Ich habe außer Minecraft eigentlich noch nie wirklich richtig was gestreamt. Und ich meine, wir haben schon ein paar andere Spiele gezockt, aber so richtig, ne? Die Erfahrung jetzt in anderen Spielen habe ich nicht. Zumindest streamtechnisch. Also wenn ich ein bisschen noobig bin, Soul of a Last Undead und Torch, okay, dann müsst ihr mir das entschuldigen. Genau, die Torch haben wir jetzt bekommen. Die Torch, wo ist sie denn? Die ist, genau, nirgendwo. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe hier zu spielen und mich darüber gewundert habe. Wo ist denn jetzt diese Torch, die ich gerade bekommen habe? Da stand auch gerade Torch, warum habe ich die nicht? Ja, die ist hier nirgends. Die haben wir quasi die ganze Zeit dabei und die brauchen wir dann, können wir hier an den Bonfires anmachen. So, die Bonfires, für die Leute, die gar nichts checken, das sind quasi unsere Checkpoints, Speicherplätze. Hier kommen wir raus, wenn wir sterben, und hier können wir so ein paar andere Sachen noch machen, die wir dann später erst sehen werden. Nicht leveln. Das konnte man in Dark Souls 1, hier nicht mehr. Hier zum Leveln müssen wir woanders hin. Genau, Vampirat, so sieht's aus. Einfach weil ich schon lange nicht mehr gezockt habe und ich auch Bock hatte, einfach mal das ganze Spiel wieder zu zocken. Ja. Ach ja, und traveln können wir auch. Nur momentan nicht so weit weg, weil das ist unser erstes Bonfire, das wir gefunden haben. Spells können wir attunen, falls wir welche haben. Haben wir aber nicht. Wir können Sachen verbrennen. Zum Beispiel eine Human Effigy. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn wir eine Human Effigy, um Mensch zu werden, können wir das auch so benutzen. Wir müssen dann nicht am Feuer gehen. Wenn wir es am Feuer verbrennen, dann, wie das da steht, weakens the links to other worlds. Preventing Invasions and Most Cooperation. Das heißt, das PvE und PvP-Spiel wird dadurch ein bisschen unterbunden, falls man keinen Bock hat, ständig zu ständig invaded zu werden. Was das bedeutet, werden wir bestimmt noch früh genug erfahren, von daher. Und wir können hier auf die Itembox zugreifen. Die hat man hier in Dark Souls 2 direkt von Anfang an. In Dark Souls 1 musste man sich die erstmal noch kaufen. Hier können wir quasi Items, die wir nicht brauchen, weglegen, damit unser Inventar nicht so voll geklatscht ist. Momentan haben wir eh nichts, von daher ist es eh egal. Du hast noch nie gezockt, Smiley. Okay. Siehste? Vampirat? Ne, der Gamesfreaks, der meinte ja auch gerade, der hat keine Ahnung, was passiert. Deswegen, ich versuche jetzt ein bisschen Einführung zu geben. Einfach für die Leute, die gar nichts checken. Andererseits könnten wir natürlich jetzt auch jemand sein, der gar nichts checkt und versucht, hier ein bisschen reinzukommen. Von daher fangen wir doch einfach mal an. Hier ist Feuer. Hier kann man quasi die Torch ausprobieren. Machen wir aber nicht, denn bringt, glaube ich, eh nichts. Das ist quasi nur so ein Tutorial für die Torch. So. Attack. RB. Yes.
Nice. Unser erster Gegner, den wir gekillt haben. Diese sind auch relativ easy, glücklicherweise. Casuals. Das gehört dazu. Ich weiß noch, wie ich keine Ahnung von dem Spiel hatte. Yay, und da haben wir einen Kick. Und echt so rumgenoobt habe im ersten Teil. Also wirklich. Ich empfehle auf jeden Fall, falls irgendjemand überlegt, mit Dark Souls anzufangen. Dark Souls 1 und Dark Souls 2 sind von der Story her nicht miteinander verknüpft. Die haben zwar die gleiche Atmosphäre und alles und so von der Story sind sie ähnlich auf jeden Fall, aber es ist jetzt keine Vorgeschichte, die man kennen muss aus Dark Souls 1 für Dark Souls 2 oder so. Und da Dark Souls 2 ein bisschen einstiegsfreundlicher ist, weil die Menüführung ein bisschen einfacher ist, jetzt haben wir einen Dagger bekommen, das ist auch gar nicht mal so schlecht, vor allem weil wir Dexterity haben. Ich leg den Schiel mal auf die, ich weiß nicht. Guck's mir mal an. Okay, so viel gibt's uns nicht. Der Dagger ist halt geil, weil der einen viel stärkeren Crit hat. Achso, ja, da ist er natürlich. Logischerweise. Oh. Die andere Waffe drin. Das klappt noch. Sehr schön. Was habe ich gerade erzählt? Achso, genau. Dark Souls 2 ist einfach einstiegsfreundlicher. Das heißt, falls jemand wirklich überlegt, in Dark Souls einzusteigen, fangt mit dem zweiten Teil an. Wenn ihr da durch seid, dann könnt ihr euch an Dark Souls 1 wagen. Was halt ein bisschen komplizierter ist, aber meiner Meinung nach, vom Level-Design her und allem, und von vielen, vielen Design-Entscheidungen irgendwie geiler. Also, mir hat Dark Souls 1 besser gefallen. Allerdings muss man immer vorsichtig sein bei solchen Aussagen, denn häufig, und gerade bei Rollenspielen ist das so, häufig, oder bei guten Spielen ist das so, und Dark Souls ist ein gutes Spiel, ist es so, dass das erste Spiel, was man aus der Reihe spielt, immer das Beste ist im subjektiven Blickwinkel. Da muss man nämlich deswegen vorsichtig sein. Ne? Ocarina of Time ist für mich immer noch das beste Zelda. Vielleicht war Wind Waker ja doch besser und ich weiß es nur nicht, weil ich einfach diesen Flash nicht mehr hatte von Zelda. Aber, ja. Ein Life Gem, noch ein Heal-Item. Nice. Tiamat habe ich mir angehört, Electric. Ja, habe ich mir angehört. Allerdings muss ich dir leider mitteilen, ich bin nicht so der Gothic-Fan. Ich war es noch nie und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr. Ich finde dieses typische Gothic-Gegröle, das geht mir so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen übertrieben. Ich stehe schon auf Screaming oder auf Gegröle in Metal. Auf jeden Fall. Aber dieses Gothic-mäßige, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich nie dran gewöhnt. Keine Ahnung. So, wenn ich Gothic-Musik gehört habe in meinem Leben, dann eher so die Bands, die dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen ruhiger geworden sind und dann eher so auf Balladen gegangen sind, weißt du, so wie Anathema oder wie hießen die? Gathering. Das habe ich gehört. Die zählen ja irgendwo auch noch dazu, auch wenn man das mittlerweile, aber auch halt die späteren Sachen habe ich immer gehört. Also die, wo sie dann tatsächlich ruhiger geworden sind. Ja. Move Camera. Oh, danke für den Tipp. So, jetzt kommen wir an einen bestimmten Ort hier. Yo, give it move. Zu einfach gehalten. Game Freaks. Ja, einfach gehalten. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich stehe halt super geil. Also, ich. Nicht super geil. Ich stehe halt sehr, sehr auf so Stories, die nicht komplett einem sagen, was passiert. Sondern ich mag es, wenn mir irgendwie Bücher oder irgendwie
Geschichten quasi die Möglichkeit geben, mir selber Interpretationen hineinzudichten. Und das macht halt.